Russland hat am Montag erneut massive Raketenangriffe auf ukrainische Energieanlagen gestartet. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass auch ukrainische Militärobjekte mit Raketen von Bombern aus der Luft und von Kriegsschiffen aus beschossen wurden. Ministeriumssprecher Igor Konaschenko sagte am Montag in Moskau, die Ziele der Schläge wurden erreicht, alle anvisierten Objekte wurden getroffen. Die Ukraine hatte am Montagmorgen wegen dutzender russischer Raketenangriffe in zahlreichen Regionen landesweit Luftalarm ausgelöst. Ukrainischen Angaben zufolge konnten die meisten Raketen aber abgefangen werden. Das teilte Kiew mit. Dabei sei auch das Flugabwehrsystem IRIS-T aus Deutschland zum Einsatz gekommen, das zu 100% Ziele zerstört habe. Die heutigen Angriffe auf die Ukraine konnten nur dank deutscher Raketenabwehr verhindert werden, schrieb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bei Twitter. Und weiter: Wir danken der deutschen Regierung und insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Verteidigungsministerin Lambrecht für diese Hilfe, die jeden Tag Leben rettet. Gleichzeitig forderte die Ukraine mehr solcher Systeme. Das Lob für die IRIS-T brachte Selenskyj auch in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag an. Es sei über weitere Möglichkeiten gesprochen worden, wie Deutschland die Ukraine unterstützen könne, so Selenskyj. Vor allem gehe es um die Erneuerung der ukrainischen Infrastruktur nach den russischen Luftangriffen. Wir müssen ein Luftschutzschild über der Ukraine spannen, so Selenskyj bei Twitter. Scholz sagte nach Regierungsangaben, Deutschland werde die Ukraine politisch, finanziell und humanitär bei der Verteidigung ihrer Souveränität unterstützen, Zitat, einschließlich bei Waffenlieferungen. Der Bundeskanzler habe den, Zitat, anhaltenden gezielten Beschuss ziviler Infrastruktur durch die russischen Streitkräfte verurteilt, sagte ein Sprecher.